Ja, du geile Sau! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Heute mit einer Stadiontour durchs Old Trafford, aber nicht an einem Spieltag, sondern natürlich an einem spielfreien Tag. Gestern war das Spiel Manchester United gegen Chelsea 1:1. Ronaldo hat getroffen, ich hab's auf Kamera. Gestern auch fast aus dem Weltallerstadion erlebt und heute hautnah dabei. Wir gehen auf den Platz, wir gehen in die Kabinen, wir sehen alles drum und dran. Ich freue mich und ich bin gespannt, wie Cristiano Ronaldos Platz riecht. Ich stehe jetzt hier auf der Sir Alex Ferguson Tribüne, die nach ihm benannt wurde, zu seinem 25. Jubiläum als Trainer. Ihr müsst euch vorstellen, er war 25 Jahre, das heißt ein Vierteljahrhundert Trainer bei einer Mannschaft und deswegen haben sie nach ihm die Tribüne benannt und anlässlich dazu haben sie auch geschafft, genau 25.000 Plätze zu bauen. Wisst ihr, was das Krasse ist? Es wurde mir gesagt, dass 25.000 Plätze sogar viel mehr sind, als einige komplette Premier League Teams als Plätze haben im ganzen Stadion. Hier nochmal ein kleines Bild von Ferguson als Dankeschön für 25 Jahre und all die gewonnenen Trophäen. Ich bin hier 2 Meter entfernt vom Stadion. Ich könnte theoretisch raufrennen und einfach mal kurz einen Eckball schlagen oder vielleicht auch mal einen Freistoß reinhauen. Wirklich, an alle, die sich überlegen, mal eine Stadiontour zu machen, macht es. Es ist gerade mal der Anfang des Videos, aber ich kann euch sagen, es ist in jedem Stadion eine andere Atmosphäre, vor allem wenn ihr so nah am Spielfeld seid. Bei Liverpool war es gestern was anderes, heute ist es was ganz anderes. Dieser Club gibt ein Gefühl von viel mehr englischen Fußball, von Tradition. Alles, was in Liverpool ist, ist ein bisschen neuwertig gewesen. Hier ist alles noch ein bisschen älter, ein bisschen kaputter. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, in welches Stadion ich als nächstes gehen soll. Vielleicht auch nur für eine Stadiontour, nicht zu einem Spiel. Es gibt bestimmt einige Stadien, die von innen auch noch viel geiler sind, als man es denkt. Genau das meine ich mit dem typisch englischen und alles ein bisschen älteren. Das ist hier alles nicht abgedeckt, alles offen, aber es hat irgendwie ein Vibe von Echtheit. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Man merkt einfach, dieses Stadion ist nicht künstlich, sondern es ist einfach richtig ein so starkes englisches Stadion. Ich bin dumm, ich kann nicht reden, ich kann nicht erklären. Und auch hier natürlich für die Spielsüchtigen und Wettsüchtigen unter uns ein Wettbüro. Einer der größten Legenden hier nochmal aufgelistet. Cantona, super Icon. Beckham, Schrotte Icon. Giggs, genauso kacke SBC-Futter. Wir gehen rein in den wichtigsten Bereich eines Stadions, und zwar die Umkleidekabine. Es ist wirklich ein bisschen voll, man sieht schlecht, ich versuche das Beste aufzunehmen. Aber es ist eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist. Jeder will sich auf Cristiano Ronaldos Platz setzen. Es gibt so viele gute Spieler, aber keiner interessiert sich für ihn. Jeder will auf Ronaldos Platz gehen. So, ich probiere es mal auf Varans Platz, mal gucken, ob sein Platz überhaupt gemütlich ist. Ja, kann man machen. Vielleicht hat Matic auch eine Rolex in seinen Schrank vergessen. Wir gucken nach. Mist. Jones, die absolute Legende von Manchester United. Das Trikot, das alle haben wollen. Hier der Platz der Plätze, wo die ganze Magie entsteht. Ihr müsst euch vorstellen, gestern saß dieser Mann mit seinem kleinen Popo noch auf diesem Platz und hat ein Tor geschossen. Und heute sitze ich hier. Es wurde hier gerade gesagt, dass auf der linken Seite Eisbäder sind. Und normalerweise jeder Spieler ungefähr 2 bis 3 Minuten ins Eisbad reingehen, außer ein besonderer Mann, Ronaldo. Der soll wohl jeden Tag nach dem Spiel und nach dem Training 30 Minuten ins Eisbad gehen. Bruder, ich halte 30 Sekunden aus und dann will ich heulen. Direkt aus der Kabine gehen wir rein aufs Spielfeld bzw. in den Spielertunnel. Und genau auf der anderen Seite ist auch das Auswärtsteam. Ihr müsst euch vorstellen, dort sind die Auswärtsfans deren Kabinen, hier die Heimfans. Dann treffen sie sich genau hier in der Mitte im Spielertunnel und gehen dann sozusagen rauf aufs Spielfeld, wo dann die Party abgeht. Und wie ich es die ganze Zeit über schon erwähne, alles so ein bisschen hässlicher, auch hier mit den Wärmestrahlern, ich sag euch ehrlich, die hätte man auch ein bisschen schöner verpacken können, beziehungsweise die ganzen Kabel und so. Das ist das Lied, was gespielt wird, genau wenn die Spieler, so wie ich jetzt, aufs Spielfeld laufen. Und dann hören sie genau das, also ihr müsst wissen, das Lied wird gespielt und im Hintergrund hört man die Fans und dann sieht man genau das, das ist verrückt. Ihr müsst euch vorstellen, dort oben saß ich gestern, genau dort saß ich und hier kam Ronaldo raus, er hat mich gesehen, er hat mir einen Luftkuss zugeschmissen und hat gesagt, ich küsse deine Augen, dass du da bist. Hater würden sagen, es ist gelogen.
Bei den englischen Stadien ist es üblich, dass die Spielfelder immer ein bisschen angehoben sind. Tatsächlich weiß ich nicht, warum das so ist, aber das ist ja nicht mehr angehoben, Digga. Du denkst, du spielst fast auf einer Leiter. Wisst ihr, wie gerne ich nur einmal ganz kurz aufs Spielfeld, nur einmal ganz kurz zocken, nur einmal ganz kurz rennen und sagen, einmal nur diesen Rasen berühren, einmal diese Ecke berühren einfach. Das ist doch krank. Ich laufe hier 2 Meter vom Spielfeldrand entfernt und erzähle euch irgendwelche Geschichten. 2 Meter. Und gestern hat Ronaldo hier noch ein Tor geschossen. Ich dreh durch. Ich hab ihn einfach gesehen. Hier die Auswechselbank. Ich sag euch ehrlich, gebt mir kein Geld der Welt. Lasst mich Hartz IV beziehen jeden Monat. Und ich würde hier freiwillig sitzen. Einfach nur, wenn ich hier arbeiten dürfte oder irgendwas. Ich würde es mit Liebe machen. Noch eine Frage. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Was würdet ihr machen? Für 1 Million im Jahr lieber zu Manchester United wechseln, dafür aber kein einziges Spiel spielen, nur trainieren und nicht mal zum Spiel eingeladen werden? Oder für 10 Millionen im Jahr, aber dafür spielt ihr irgendwo in China, in einer Liga, die kein Mensch kennt, nichts gegen chinesische Liga, aber in China, in irgendeiner Liga, die kein Mensch kennt und kriegt dafür aber 10 Millionen. Sag euch ehrlich, ich nehme die 1 Million mit Liebe, scheiß auf China. Wait a minute. China, komm her, ist mir egal, ich nehme die 10 Millionen, soll ich da Käfer essen oder was auch immer, ist mir doch alle. Hier sind die Stühle der Auswärtsmannschaft, die unterscheiden sich aber nicht von denen von der Heimmannschaft und auch hier ein Fußwärmer. Nice. Zeig mal, ob die Stühle gemütlich sind. Boah, ich sag euch ehrlich, wie Gamingstuhl. Theoretisch kann man jetzt hier einfach so FIFA anmachen und ein bisschen streamen. Ich würde mich hier so hinpflanzen, dann würde ich sagen, Maguire, mach mal bitte Cola an und bring mal bitte Apfelminze zu Tisch 3. Stellt euch mal vor als Fan, ihr sitzt hier und vor euch sitzt Maguire. Ich würde dem Mann ganze Zeit so einen Nacken und so eine Schellen geben, dass er nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Und dann sitzt er neben Ronaldo. Ich würde ihm ganze Zeit flüstern, Baby, du bist so wunderhübsch. Was, Bruder? Falls viele sich fragen, was passiert, wenn man Flitzer macht, hier steht's. Man wird verhaftet und kriegt lebenslange Sperre. Ich weiß nicht, ob es in anderen Stadien auch so ist, aber guckt euch das an. Wenn du ein Platinum-Season-Ticket-Holder bist, steht einfach dein Name in den Sitz graviert. Wie krank ist das denn? Stellt euch mal vor, da würde einfach mein Name stehen. Krass wäre das. Als ob ich das nicht gerade gesagt habe. Guckt euch an, was hier steht. Kevin from the block. Also eins muss ich diesem Guide lassen. Egal, welche Fragen ich immer in meinem Kopf habe und ich mir denke so, warum ist das so? Der Typ beantwortet sie zufällig genau danach. Ich habe mich nämlich gefragt, Platinum Season Holder kann man nicht kaufen. Du musst 25 Jahre lang eine Dauerkartenmitgliedschaft haben und dann kannst du die Platinum-Mitgliedschaft beantragen, wirst du auch zu 100% bekommen und dann hast du dein Ticket jeden Spieltag sicher und kannst dir deinen scheiß fucking Namen in den Sitz gravieren. Also Cristiano Ronaldo hat noch keinen Namen in seinen Platz graviert. Ganz früher war es so, dass auch hier noch die Verträge unterschrieben worden sind für die neuen Spieler. Mittlerweile ist es nicht mehr so und der letzte große Transfer, der hier noch unterschrieben wurde, war der Transfer von Diego Forlan. Wer kann sich an diesen Spieler noch erinnern? Eine absolute Legende. Bei Manu leider nicht so seine beste Zeit gehabt, aber auf jeden Fall bei Atletico abgerissen. Freunde, mein Englisch ist nicht das Beste und ich habe es falsch verstanden. Das Bild kostet nicht 6 Pfund oder 6 Euro, sondern das ist nur einmal, um durchzulaufen. Das Bild kostet 20 Pfund. Das bedeutet ungefähr 25 Euro für ein scheiß Foto, dass ich da sitze. Bist du dumm oder was? Wer bin ich denn? Ja, bin ich Barack Obama, dass ich 25 Euro für ein Bild zahle? Walla Krise! Wie nice sieht bitte der Ausgang hier aus? Mit Kopfschmerzen to go, aber sieht nice aus. Und aus dem Ausgang, schlau gemacht, wirklich, man merkt, die Leute haben Wirtschaft studiert. Kommst du direkt rein in den Store, wo du Trikots und alles weitere kaufen kannst. Klug, das muss ich euch lassen, klug. Das ist krank, wie Ronaldo Spuren hinterlässt bei jedem Verein. Ich bin jetzt im Store und ich zeige euch, wie viele Ronaldo-Trikots ausgehangen sind und wie viele andere Trikots ausgehangen sind. Guckt euch an, 6 Reihen mit Cristiano Ronaldo-Trikots und jeweils 1 Reihe mit anderen Spielern. Okay, Sancho hat auch 2. 250 Pfund für das hier. Kackt mir ans Bein, wenn ich sowas kaufen würde. Jetzt mal eine interessante Frage. Wenn ihr Spieler bei einem Verein seid und ihr wisst, es gibt jemand anderen, der viel mehr wertgeschätzt wird, wie zum Beispiel hier Ronaldo, weil es halt viel, viel mehr Trikots von ihm gibt. Alle Bilder, die ihr seht an den Wänden, sind alle immer größer von ihm als von anderen. Würdet ihr euch ein bisschen beleidigt fühlen oder würdet ihr euch denken, okay, Bro, der Mann ist halt einfach größer. Wir nehmen jetzt nicht Ronaldo als Beispiel, sondern generell einfach. Würdet ihr euch aber denken, okay, der andere Mitspieler von mir ist halt einfach größer als ich, akzeptiere ich so? Oder würdet ihr sagen, die kleinen Gurken, warum machen die nicht so große Bilder von mir dahin? Hat man mich heute eigentlich schon gesehen? Hier ist der Eingang entweder zum Museum oder zu Hospitality Boxholders, keine Ahnung was es ist, oder ins Red Café. Das sind die originalen Handschuhe, die Edwin van der Sar in der Saison getragen hat, als sie die Champions League gewonnen haben, 2007, 2008. Wer kennt noch diese legendären Total 90 Schuhe? Damals gab es noch nicht mit, welche Schuhe sind Carbon, welche sind leichter, Socken, Mocken.
das waren die absoluten Täter. Das berühmt-berüchtigte Red Café. Zeig mir den Braten. Freunde der Sonne, das war's mit der Stadiontour aus dem Old Trafford. Es ist wirklich verrückt, was für interne Einblicke man kriegt bei so einer Stadiontour. Und ich habe gemerkt, so eine Stadiontour werde ich auf jeden Fall öfter machen. Deswegen, schreibt gerne in die Kommentare, welches Stadion ihr unbedingt sehen wollt. Ich denke, es gibt einige aufregende Stadien. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da und abonniert kostenlos den Kanal. Bis zum nächsten Mal.